Ihr habt euch auf Instagram und Facebook entschieden, was ich mit meinen grünen Tomaten anstelle. Ich habe ein paar nachreifen lassen und diese eingelegt auf euren Wunsch nach rumänischer Art, süß-sauer in Essig und Zucker. Ich zeige euch heute so das Standardrezept, das einfachste Rezept. Ihr könnt das dann auch aufpeppen mit ein paar Kräutern wie Dille und Lorbeer, aber mal ganz einfach für alle verständlich zum Nachmachen. Ein kleiner Warnhinweis vorab noch, grüne Tomaten sind in großer Menge ungesund. Bitte esst nicht zu viele, mal eine als Beilage zum Essen, aber jetzt nicht so viele, obwohl ich sagen muss, die sind süß-sauer eingelegt. Man kann davon eh nicht ein Kilo am Stück essen, man nimmt sich dann mal ein bisschen was raus. Dann ist es auch absolut in Ordnung und man hat sehr viel Freude an der ganzen Sache. Zuallererst müsst ihr euch 1 Kilogramm gewaschene grüne Tomaten hinlegen. Die etwas größeren könnt ihr halbieren oder vierteln und die kleinen werden mit einer Gabel gut eingestochen. Das ist sehr wichtig, denn nur so können die Tomaten später die Flüssigkeit und den Sud aufnehmen. Wenn ihr das erledigt habt, gebt ihr die Tomaten in ein steriles, hohes Glasgefäß. Auf die grünen Tomaten geben wir 5 Knoblauchzehen, die natürlich geschält sind, und 6 Esslöffel Zucker. Jetzt könnt ihr 1 Liter Wasser aufkochen, entweder im Wasserkocher oder in einem Topf und dieses dazugeben. Umrühren und aufpassen, dass ihr euch am heißen Glas nicht verbrennt. Rührt so lange um, bis der Zucker komplett aufgelöst ist und ihr keine Zuckerkristalle mehr im heißen Wasser habt. Nun folgt 1 ganzer Liter Essig. Noch einmal kurz verrühren, damit Essig, Wasser und Zucker gut miteinander vermengt sind. Entweder habt ihr ein kleineres Glas gewählt und habt Glück, dass schon eure Tomaten bis oben sind. Bei mir ist es so, die Tomaten schwimmen noch frei rum, das dürfen sie nicht. Sie müssen wirklich im Sud ordentlich drin sein. Deswegen gebe ich jetzt noch anderes Gemüse hinzu, aber ihr könnt natürlich auch ein kleineres Glas wählen. Zu meinen Tomaten gesellen sich jetzt noch ein paar Radieschen. Die habe ich auch einfach halbiert. Schmecken auch sehr gut eingelegt, also man kann alles wirklich verwenden. Auch das andere Gemüse, was ihr reingebt. Und etwas Kraut darf nicht fehlen, eignet sich auch hervorragend zum Einlegen. Und ihr seht schon, alles wird ein bisschen runtergedrückt. Auch das Kraut schmeckt eingelegt sehr lecker. So lange befüllen, bis ihr oben angekommen seid und wirklich alles gut drin ist. Zum Schluss gebe ich immer den Strunk vom Kraut drauf. Das ist wie ein Stöpsel und der drückt alles wie so eine Schale nach unten. Jetzt seht ihr, hier ist noch ein bisschen frei. Da füllt ihr nochmal kochend heißes Wasser drauf. Gut verschließen und für 4 Wochen an einem kalten und dunklen Ort stehen lassen und schön durchziehen lassen. Beim Einlegen der grünen Tomaten könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen, außer ihr wählt ein falsches Gefäß. Es sollte schon Glas sein, ihr solltet es gut verschließen und wenn ihr möchtet, dass keine anderen Gemüsesorten mehr reinkommen, wie jetzt bei mir Radieschen und Kraut, dann müsst ihr einfach ein kleineres Gefäß wählen. Meins hat so 4 bis 5 Liter Fassungsvermögen, das ist natürlich für 1 Kilo Tomaten sehr, sehr viel. Aber so habe ich gleich alles eingelegt und wir essen das einfach gerne. Ihr könnt sie als Beilage servieren, entweder zu Kartoffelpüree oder Polenta, aber manche essen sie auch sehr gerne zu Fleisch, also sie sind sehr vielseitig. Ihr solltet halt nur, wie am Anfang des Videos schon erwähnt, nicht zu viel davon essen. Ich wünsche euch sehr viel Freude beim Nacheinlegen, beim Essen und bis zum nächsten Video. Tschüss!